Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer weiteren Geisterjagd in Vasmovia. Ich bin Flex, schön, dass ihr mit mir auf der Geisterjagd seid. Heute unterwegs erneut im Willow Street House. Ich weiß gar nicht wieso, ich bin mir sicher, ich habe irgendeine andere Karte ausgewählt. Aber irgendwas stimmt einfach nicht mit unserem Fahrer. Der hat uns wieder hierhergefahren. Also gut, wieder Willow Street House. Und unsere Aufgaben sind: Machen Sie ein Foto vom Geist, stellen Sie die Anwesenheit eines Geistes anhand eines Bewegungssensors fest und finden Sie Beweise für übernatürliche Ereignisse mit einem EMF-Reader. Unser Geist heißt Ruth Thompson, die gute Ruth. Okay, Ruth. Ja, nee, nicht okay, Ruth. Der Keller gerade aus dem Keller. Warum sind wir hier, Fahrer? Schlüssel. Okay, wir nehmen mit Taschenlampe, wir nehmen mit. Nehmen wir noch gleich mit EMF. Und komm, nehmen wir mit Fotoapparat. Vielleicht kriegen wir ja gleich ein Foto. Auf geht's in eine windige Nacht. Im Willow Street House will ich hier sein. So, EMF an, Taschenlampe an. Auf geht's. Erstmal gemütlich in den Keller, wo überhaupt nichts Schlimmes passiert. Hallo? Wir gehen rein. So, Ruth, wir sind's. Geisterjäger, Elektriker-Service. Wir sind erstmal unten. Wieso ist hier alles offen? So, erstmal zumachen. Hallo? Was hier? Ist es hier schon kalt oder ist das ein Geisternebel? Kommt Cruz schon gucken. Nicht im Keller sein! So, wir müssen auch noch ganz nach hinten durch, ne? Ganz in der letzten Ecke hinten. Hat sich die Tür gerade erst bewegt? Ich will nach Hause. Mach zu hier. Laufen, 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 laufen. Anmachen. Da müssen wir einmal kurz, müssen wir ja gucken, ob hier was rumfliegt. Ob hier irgendwo der verfluchte Gegenstand ist. Die haben jetzt übrigens alle einen festen Platz, habt ihr geschrieben. Die liegen nicht mehr irgendwo zufällig rum. So, hier ist nix. Ich höre irgendwas. Tür zu. Nix. Kalt ist hier unten auch schon mal nirgendwo. Das ist doch super. Okay, ab nach oben. Ab nach oben. Ganz schnell raus aus dem Keller. Ich würde aber sagen, sie ist diesmal nicht hier unten. Kein Geist im. Oh, Knochen auf dem Flur. Hallo? Habe ich gar nicht gesehen. Licht hat irgendwas hat sie geworfen hier vorne. Irgendwas hat sie geworfen. Oder war das hier hinten? Können wir hier auch nochmal Licht anmachen, bitte? Super. Ruth, bist du hier? Wo wirfst du hier mit Sachen? Da liegt was auf dem Boden. Hier hat sie ein Glas runtergeworfen. Okay, hier hat sie was bewegt. Warum war es auf einmal Herzklopfen? Sitzt da eine Voodoo-Puppe im Schrank? Nee, nur ein normaler Teddy. Okay, EMF-3 haben wir hier in der Ecke schon mal. Falls das ihr Geisterräumchen. Schnell Tür zu. Schnell einsperren. So, Fotoapparat. Knochen. Den haben wir schon mal. So, gucken wir mal, ob wir hier ein verfluchtes Objekt haben irgendwo. Oder heißt das jetzt, dass auch nicht mehr überall eins sein kann, dass man nicht mehr auf jeder Karte, dass es nicht mehr immer eins gibt? Sondern dass die an ihrem festen Platz liegen und wenn dann da keins liegt, dann gibt es keins. Kann das auch sein? Wir gucken jetzt mal ein bisschen genauer. Wir gucken nochmal ganz kurz ein bisschen, Rufen. Du bist nochmal ganz kurz friedlich. Dein Zimmerchen da hinten. Gucken wir nochmal ganz kurz durch die Garage. Da würde ich sagen, müssen wir ganz schön einmal rausgucken, wie die Sanity. Hallo? Wie die Sanity ist. Vor allem sind doch alle Verstecke schon wieder zugestellt hier. Wir können uns nirgendwo verstecken. Das ist nix. Das ist alles nix. Das EMF geht los. Ich will hier raus. Oder müssen wir einmal gucken? Vielleicht schafft sie ja doch noch ein EMF5. Wir müssen einmal ganz kurz gucken. Nee, wir. Oh, nicht gut. Nee, nur EMF2. Sieht irgendwas bewegt. Wahrscheinlich ist es aus der Zimmertür jetzt raus. Wahrscheinlich ist es schon auf dem Flur unterwegs. Nicht gut. Gar nicht gut, Ruth. Bleib in deinem Zimmer. Wir sind erstmal raus. Warum ist das hier zum Ziehen? Super ungünstig. Laufen. Doch, da steht's. Die olle Spieluhr ist es. Es ist die olle Spieluhr. Ich will nach Hause fahren. Wenn wir die anmachen, dann. Vor allem können wir die Wände dann ja auch nur ganz vorne anmachen.
direkt an der Tür. Sonst kommt sie schon, sage ich, wenn wir, weil die kommt ja dann, die kommt Richtung Spieluhr gelaufen, wenn man die anmacht, ne? Oder wie war das? Oder müssen wir zum Geist hinlaufen und hören dann, wie sie anfängt zu singen? Ich finde das nicht gut. Ich finde das nicht gut. Wir machen erstmal. Was machen wir denn erstmal? Wir haben jetzt noch gar keinen Beweis. Sie hat nur EMF3 ausgelöst. Wir nehmen mal eine Geisterbox mit rein in das Zimmer. Ich weiß nicht, ob wir. Weil in der letzten Folge hat sie uns auch irgendwie schon viel früher gejagt, der eine Geist, ne? Und jetzt war ja dann keine Jagd, aber irgendwie hat sie trotzdem die Tür zugemacht. Wir nehmen erstmal. Wir nehmen erstmal. So, Geisterbox nehmen wir mit. Und. Hier eine Kamera für Orbis nehmen wir mit. Ruhig mit Stativ so, dass wir komplett aufstellen können. Erstmal können wir nicht wieder rauslaufen. Das ist super. Rauslaufen ist immer super. Ich finde, aus dem Haus rauslaufen ist eine der besten Sachen. Ganz Phasmophobia. Ist direkt aus dem Haus rauslaufen. So. Rein. Am besten, dass wir die Tür auch schon mal auf. Geht es besser mit dem Rauslaufen. Fotoapparat müssen wir auch noch wieder mit reinnehmen. Ich glaube, sie ist schon noch eher da drin. Yep. Ich glaube, sie ist schon noch eher da. Die hat nochmal was geworfen. Okay, ganz ruhig, Ruth. Wir stellen hier nur mal so eine Kamera in die Ecke. Machen wir erstmal so in den Bereich rüber. Tür kurz zu. Einmal fragen, ob sie hier rumschleicht. Bist du hier? Wo bist du? Was willst du? Wie alt bist du? Bist du hier? Du wirfst doch hier Sachen. Bist du hier? Gib uns ein Zeichen. Nee, aber sie hat sofort nochmal was geworfen. Also ich würde sagen, sie ist immer noch hier drinnen. Ich schleiche mal ganz vorsichtig die Tür so spalt auf, schnell raus. Hallo? Das waren unsere eigenen Schritte, ne? Wir lassen die mal hier nochmal liegen. Ich hoffe, sie ist immer noch da hinten. Gucken wir erstmal nach Orbis. Habe ich das Licht ausgelassen? Licht habe ich ausgelassen. Okay, raus, raus, raus. Raus, rauslaufen aus dem Haus. Tür auflassen. Und wenn die Tür hinter uns zufällt, ist ja kein Problem. Nur nicht vor der Nase. Am besten schmeißen wir auch gleich ein paar Kruzifixe da rein. Aber die Aktivität ist diesmal auf jeden Fall auch geringer bei dem Geist hier. So, gucken wir mal. Auf die Kamera, Nachtsicht an. Taschenlampe kurz aus. Sieht nicht sehr nach Orbis aus, würde ich mal sagen. Jedenfalls nicht in der Ecke vom Zimmer. Aber wir gucken da nochmal genauer mit der Kamera gleich ein bisschen. Aber so, erstmal würde ich sagen, keine Orbis, keine Geisterbox bis jetzt. Müssen mal gucken, ob wir irgendwie sie dazu bringen können, dass sie eine Tür aufmacht. Dann nehmen wir auf jeden Fall die Lampe mal rein für Fingerabdrücke. Und was haben wir noch für Nebenziele hier? Foto. Bewegungssensoren haben wir schon wieder mal. Dann nehmen wir da auch einen mit. Packen den mal ins Zimmer. Sanity ist gut. Okay, wir können auch mal rein. Alles kein Problem. Und zum Glück, sie ist nicht so aktiv bis jetzt. Das geht noch. Das beruhigt ein bisschen die Nerven. So. Was ist das für ein Geräusch? Hier läuft Wasser. Oh. Sie hat die Tür angefasst. Und in der Dusche hat sie Wasser angemacht. Sie rennt durch beide Zimmer. EMF5, Leute. Nee. Licht ist aus. Nee. Nicht gut. Dusche läuft auf. Wir müssen erstmal schnell. Moment, Taschenlampe war noch dabei. Fingerabdrücke. Zeig mal her. Da ist die Schmierflosse. Eine normale Hand. Normale Hand. Gib den. Hört ihr das? Das hört sich doch nicht mehr an wie Wasserplätschern. Da hat doch gerade einer was gesagt. So ähnlich wie das Flüstern auf dem Parabolmikrofon. Ich will hier raus. Habe ich eine Gänsehaut gerade? Was für ein extrem fieser Sound. Oh Gott, mach das aus. Das hat sich doch wie das Flüstern angehört. Ich will hier so raus, ne? Ich will hier so raus. Hallo, hallo, ganz ruhig. So Leute, wir haben, was haben wir denn, was haben wir noch mit reingebracht? Fotoapparat schon mal hier hin. Nee, Tür zu. Okay, EMF5, Fingerabdrücke, raus, raus.
raus, 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 raus. Das war das, in dem Wasserplätschern hat man irgendwie dieses Geisterflüstern. Gänsehaut pur gerade, ich will nach Hause. Jin Goryo Obake Mai Ling. Jetzt warten wir an Mai Ling, ne? So, Goryo ist auch dabei. Der zeigt uns die Dots nur über die Kamera. Sanity? Geht sogar noch. Foto vom Geist. Ja, mal sehen, ob wir das noch schaffen. Bewegungssensor ist auf jeden Fall durchgelaufen im Zimmer. Das ist schon mal gut. Hier, wir nehmen beide Dots projektieren mit rein. Packen die ins Zimmer. Moment, Sanity, nochmal ganz kurz gucken. Aktivität. Oh, Aktivität nimmt auf jeden Fall auch zu hier. Ja, doch, wir gucken selber. Wir nehmen, packen die Dots rein. Nehmen die Kamera selber in die Hand und gucken selber durch. Oder lieber nicht. Und die Musikbox. Aber wenn wir die benutzen, werden wir dann das. Ich glaube, das ist nicht so gut. Aber wir könnten uns höchstens hier hinstellen und die anmachen. Und wenn wir Pech haben, lösen wir dann selbst dann schon die Jagd aus. Und dann können wir nur noch in die Garage laufen. Und das ist überhaupt. Das, ich glaube, das ist. Hallo? Hey! Hey! Wir wollten gerade gehen! Ich will nach Hause. Warum? Zu viel. Ich glaube, wir nehmen doch nochmal lieber eine Sanity. Egal, auch wenn es über. Wir nehmen doch lieber nochmal eine Sanity. So. Ist das nicht schön hier draußen? Unser LKW ist so schön. Dekoriert, beleuchtet, eingerichtet, beheizt. Wir sollten fahren. Ja, das hat noch gleich schon mal 10 Sanity gekostet. Super. Bruce will uns nicht mehr näher ans Zimmer ranlassen. Oh, wie fies. Aber am fiesesten fand ich, dass ich das. Also, das. Da war hundertprozentig ein Flüstern in dem Wasserplätschern mit drin. Na gut. Wir gehen rein. Habe ich das Ding jetzt weggeschmissen? Nee. Oder? Nee. Okay. Ganz ruhig. Ganz ruhig, Ruth. Hallo. Wir nochmal. Den hier hin. Und einen hier erstmal hin. Und. Sie macht auch schon hier das Licht an. Und nochmal. Und nochmal. Und wir sind raus. Nee. Hört ihr das? Ich höre was, was ich nicht hören will. Sie singt schon, ohne dass wir die Box anhaben. Ich will da nicht mehr rein. Können wir vielleicht fahren? Und die Geister müssen wir die Musikbox benutzen. Müssen wir nicht, ne? Wir können sie auch nur fotografieren. Wir sollten die auch nur fotografieren. Wir hätten jetzt aber wahrscheinlich ein Foto von Ruth kriegen können. Ich will nach Hause. So. Moment, so rum. Sie ist auf jeden Fall gerade nochmal hier vorbeigelaufen. Wir sollten, hätten die Kamera ein bisschen weiter nach hinten stellen müssen. Weil sie ist gerade nochmal durch die Bewegung. Da ist sie. Dots-Projektor. Goryo. Haben wir dich. Ruth, wir haben dich. Wir könnten doch jetzt dann. Ne? Das wird so nach hinten, weil die singt schon. Die singt schon auf die. Wenn wir die Box anmachen, sind wir so. Da kommen wir nicht mehr raus aus dem Haus. Wir nehmen nochmal eine drüben. So. Und wir holen den Fotoapparat. Machen ein Foto von der Box auf jeden Fall. Das ist eine super Sache. Und wir wissen doch, wie sich die anhört. Wir müssen die nicht unbedingt. Mach erstmal Licht hier vorne an. Weil sie kommt dann sowas von angeflitzt, sage ich, da hinten raus. Das ist noch, wir sind dann noch zu. Selbst da vorne sind wir zu nah dran. Und dass sie hier auch mal Licht ausmacht. Wo habe ich den Fotoapparat überhaupt hingeworfen? Hier rein, ne? So. Mach's gut. Tür zu. Mach's gut, Ruth. Wir sind raus. So, hier auch nochmal Licht anmachen. Hier schon mal Tür aufmachen. Falls sie doch angerannt kommt, bleibt der einzige Weg ist dann hier rein. Und vielleicht in die Ecke da. Oder rund ums Auto rum. Im gehockten Zustand. Keine Ahnung. Irgendwie sowas. Nein! Ich habe noch eine bessere Idee. Gehst du hier hin? Kruzifixe. Wir holen zwei Kruzifixe und schmeißen die in ihren Geisterraum. Dann haben wir zumindest ein bisschen Sicherheit. Dann können wir uns einmal trauen, die Box doch abzuspielen. Mal gucken, ob wir sie nur singen hören oder ob sie angerannt kommt. So, auf geht's.
So schöne Ausrüstung, alles weg dann. Ach, ich will schon noch mal irgendwie ausprobieren. Im letzten Folge schon das Fluchtobjekt auch wieder nicht gefunden. Und das. Aber trotzdem, nur fürs Protokoll. Ich glaube, das ist keine gute Idee. Ich habe da ein ganz mieses Gefühl bei der Sache. So. Du gehst hier hin. Ich weiß, das Zimmer ist zu groß. Da bräuchten wir noch zwei Kruzifixe. Okay, Leute, wir riskieren das jetzt. Komm her. Letztes Abschiedsfoto für uns hier von der Geist, von der Spieluhr. Und wir. Was für eine. Die geht doch lieber raus. Dann geht sie sofort aus. Im Haus spielt sie weiter. Keine Ahnung, ich glaube, wir müssen wirklich näher ran an den Geisterraum und dann fängt der Geist, glaube ich, an zu singen. Aber ich glaube, es geht uns auch schon auf die Sanity. Wir lassen das lieber. Wir haben mal reingeguckt nochmal in den Flur. Ich glaube, das war der Punkt, als wir gerade die Uhr angemacht haben. Die Spiel. Oh, guckt euch das mal an. Es hat auf jeden Fall, schlägt es auf die Sanity, die Melodie. Finde ich auch. Macht's auch. Okay, wir haben alles. Außer ein Foto. Foto von Ruth. Aber wir wollen noch gar ich glaube, wir wollen gar nicht, müssen gar nicht so genau wissen, wie die gute Ruth aussieht. Wir haben dafür alles eingetragen. Ein paar Fotos haben wir ja gemacht. Knochen, Spieluhr, Fingerabdrücke. Das heißt, wir können nach Hause fahren. Eingetragen haben wir den Geist, ne? Moment. Ja. Oh, super. Ein Ola Goryu. Haben wir nicht, Ruth? Reicht aber auch. Gerade das mit dem Plätscher und dem, aber auch, das, ne? Zweimal noch angehält und gleich wieder Licht ausgemacht. Sehr schön. $180 haben wir wieder verdient. Passt doch. Knochen diesmal gefunden. Verfluchtsobjekt gefunden. So soll es sein. Wir haben, naja, 160 Erfahrungspunkte. Damit können wir leben. Wir brauchen eh nicht mehr so viele Erfahrungspunkte. Wir brauchen mehr Geld. So, wir waren 8 Minuten im Licht, 7 Minuten im Dunkeln. Eine Minute nur in Ruths Geisterraum. Kam mir viel länger vor, wirklich. 9 Minuten im Inneren. Viertelstunde auf der Jagd. Wir hatten 3 Geisterereignisse. 0 Geisterjagd und 47 Geisterinteraktionen. Allein das hier hat schon gereicht. Ja, Lieben, wie immer, vielen Dank fürs dabei gewesen sein, fürs. Ach, herrlich, immer noch. Fürs dabei gewesen sein, fürs Mitjagen. Wenn euch diese kleine Geisterjagd gefallen hat, würde mich doch riesig über einen Kommentar, einen Daumen nach oben freuen. Wenn ihr in Zukunft gerne mehr sehen wollt, lasst ein Abo, da würde ich mich mal am meisten von sonst bleiben. Und zu sagen, wie immer, Lieben, bleibt gesund und tschüss und bis zur nächsten Geisterjagd.